willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt es mal wieder ein Netflix-Amazon Prime-Video. Und zwar zeige ich euch die 5 Serien, die ich in letzter Zeit geschaut habe. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los mit der ersten Serie. Und das ist Fate the Wings Saga auf Netflix. Und ja, die ist noch relativ neu. Es gibt aktuell eine Staffel. Und ja, also da geht es halt um Bloom. Sie ist eine Fee, das wusste sie nicht, also bis vor kurzem nicht, und wurde halt in diese Schule geholt, Alphia heißt sie, glaube ich, und dort ja, lernt sie quasi mit ihren Fähigkeiten umzugehen, dort lernt sie neue Freunde kennen, es geht auch um Liebe und um Kämpfen natürlich, um Krieg und ja, alles drumherum quasi, und mir gefiel das sehr, sehr gut. Mich hat die Serie total gefesselt und ich habe sie wirklich innerhalb kürzester Zeit durchgeschaut. Ja, also ich kann die nur empfehlen. Also ich fand sie wirklich gut. Wer Fantasy mag, wer magische Kräfte mag und dieses Ganze drumherum, dem kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen. Die nächste Serie ist auch eine Netflix-Serie und auch ziemlich neu, und zwar Immer für dich da. Da spielt auch Catherine Hegel eine Hauptrolle und da geht es um zwei Freundinnen und um ihre ganze Freundschaft quasi. Es wird immer geswitcht von der damaligen Zeit, also die sind jetzt irgendwie, ich glaube, Mitte 40 ungefähr, und es spielt halt in den 70ern, dann in den 80ern. Also man sieht immer von jedem Jahrzehnt quasi so ihre Freundschaft, was sie alles erlebt haben und ja, was sie jetzt verbindet. Und das ist schon sehr süß gemacht, sehr lustig, aber auch sehr traurig, muss ich sagen. Also weil es ist natürlich auch viel passiert in der Vergangenheit und auch ein paar nicht so schöne Sachen und ja, wiederum auch sehr schöne Sachen. Also es ist quasi so ein bisschen eine Mischung, würde ich sagen, aus Drama, Komödie und Liebesgeschichte, alles drum und dran. Gefiel mir sehr, sehr gut. Ich fand es auch wirklich sehr spannend. Es gibt aktuell halt auch nur eine Staffel, weil es eben ja auch noch neu ist. Und ja, die kann ich auch wirklich sehr empfehlen, auch wer Catherine Hegel gern mag. Also ich mag sie sehr gerne als Schauspielerin, deswegen musste ich es auch unbedingt gucken. Und fand es auch wirklich sehr, sehr interessant, gut gemacht und auch lustig und ja, kann man mal eben so weggucken. Also gefiel mir sehr gut. Die dritte Serie ist eine aktuell wirklich sehr gehypte Serie, auch auf Netflix, und die gibt es auch erst seit kurzem, und zwar Bridgerton. Also ich habe sie geguckt und ich muss auf diesen Hypezug aufspringen. Ich fand sie wirklich super. Also das spielt halt, oder es geht um die High Society Londons im 19. Jahrhundert. Und wie sie oder die Tochter einer sehr reichen Familie in die Gesellschaft eingeführt wird. Und ja, da gibt es halt immer ganz viele Bälle und sie soll halt einen Mann finden. Und ja, es ist das, was ich daran halt auch so cool irgendwie finde, ist, es spielt zwar in der alten Zeit, aber so genau war es halt nicht. Es ist halt irgendwie alles so ein bisschen gemischt und dort sind auch viele, also Songs, die man aus der heutigen Zeit kennt, klassisch gemacht und so. Das finde ich auch irgendwie mega cool. Und ja, es ist halt eine Mischung irgendwie aus allem, aber auch mit den ganzen Sachen, die eben damals auch wirklich so schwierig waren, die auch Beziehungen, also normale Beziehungen gab es ja quasi eigentlich gar nicht. Also Heirat aus Liebe ja sowieso nicht. Und ja, das wird halt alles auch so thematisiert. Und ich fand es halt super spannend gemacht und irgendwie auch schön. Und diese ganzen bunten Kleider, ist halt alles ein bisschen bunt. So eine bunte, schöne Welt irgendwie. Natürlich auch mit negativen Sachen, Dramen etc. Alles drum und dran. Und ja, also ich fand sie wirklich sehr, sehr gut. Also zum Beispiel meinem Freund kann ich ja so sagen, der fand es halt irgendwie nicht so toll. Ihm war das halt alles zu bunt. Und ja, das war einfach überhaupt nicht sein Ding so. Aber ich fand es super schön. Also ich kann es nur empfehlen. Wer es schauen möchte, schaut es euch unbedingt an. Jetzt kommen wir zu einer Serie auf Amazon Prime. Und zwar The Handmaid's Tale, der Report der Markt oder so. Das habe ich jetzt, beziehungsweise es gibt 3 Staffeln bei Amazon und ich bin jetzt gerade bei der 2. Staffel. Und es ist schon sehr schockierend, finde ich. Ich habe sie halt vor kurzem erst entdeckt und dachte mir, ja, klingt eigentlich ganz interessant, weil es geht halt um, es ist eine fiktive Welt in dem Sinne, beziehungsweise, ja, also es spielt in den USA, aber es spielt nach einem Krieg, der irgendwelche Gesetze außer Kraft gesetzt hat. Auf jeden Fall, dass neue Gesetze gemacht werden konnten und die USA, beziehungsweise das spielt jetzt hauptsächlich in Boston und drumherum, ist so, dass eben durch irgendeine Strahlung sind die meisten Frauen dort unfruchtbar. Und die reichen Leute suchen sich quasi eine Magd, die
fruchtbar ist und für die das Baby austrägt. Also ganz grausam irgendwie. Das sind halt, also die Mägde, die wurden halt dazu gezwungen. Die wollten halt alle noch fliehen und das war alles ganz dramatisch. Und naja, die Mägde wurden, also die werden halt auch mit so einem Kuhtreiber, so einem Elektro-Ding zum Beispiel bestraft und sowas alles. Also ganz furchtbar. Und die tragen halt alle rote, wie nennt man das denn? Naja, so rote Roben, keine Ahnung, also Kleider und Mäntel und alles in Rot und dann so eine weiße Mütze mit so Klappen. Und ja, die werden dann quasi oder haben halt zu ihren fruchtbaren Tagen dann müssen mit dem Mann der Familie schlafen und in der Hoffnung, dass sie dann schwanger werden und für die Familie das Baby austragen. Und nach der Stillzeit werden sie in die nächste Familie verfrachtet. Also wirklich ganz, ganz furchtbar. Und da bin ich jetzt halt bei Staffel 2 und da ist halt einiges passiert. Es geht um eine bestimmte Magd. Die heißt June, also eigentlich im echten Leben. Dort werden die Mägde halt immer Des genannt und dahinter dann der Familienname. Also Des, Des Fred, Des Smith, Des Daniel, also so, ne? Ganz, ganz furchtbar alles, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich auch sehr schockiert teilweise. Und es ist echt krass, auch was mit denen gemacht wird, wenn sie eben nicht das machen, was gesagt wird, weil es ist halt alles so gläubig und deswegen dürfen sie natürlich auch keine Lust empfinden. Ach so, und zum Beispiel Lesben oder Schwule oder halt alle, die irgendwie eine andere Richtung haben, nicht der Norm entsprechen, werden dann auch bestraft, gehängt, sonstiges. Und ja, weil alles ja noch Gott gerichtet ist und Gott will das so. Und das ist schon heftig, muss ich sagen. Am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, ich glaube, ich kann das gar nicht gucken, weil mich das irgendwie so sehr mitgenommen hat. Aber es geht jetzt, wie gesagt, ich bin in der zweiten Staffel und ich will das jetzt auch zu Ende gucken, weil ich wissen will, was noch passiert. Aber schon nicht zu schwachen Nerven, würde ich sagen, weil das schon sehr belastend ist. Ne? Also nur so als Warnung für Leute, die das vielleicht nicht so abkönnen. Es ist schon eine krasse Geschichte, finde ich. Dann kommen wir zur letzten Serie, auch bei Amazon Prime, und zwar The Wilds. Da gibt es aktuell auch eine Staffel und da geht's halt, es ist ein bisschen ähnlich wie Lost aufgebaut, da geht's halt um eine Gruppe Mädels, die einen Flugzeugabsturz haben und dann da auf einer Insel landen und irgendwie überleben müssen. Und es gibt ja Mädchen, die schon die Vermutung haben, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist, so wie es läuft. Also ich will jetzt auch noch nichts verraten, was da eigentlich wirklich passiert ist, aber ja, ich würde sagen, die ist ganz gut gemacht, die Serie, aber auch jetzt nicht mega krass, ne? Also so, ist okay, man kann es schon gucken. Es wird auch auf jeden Fall noch eine zweite Staffel geben, so zumindest war das Ende, dass man so die Vermutung hat, okay, da kommt noch was. Und ja, also man kann es auf jeden Fall mal gucken, aber es ist jetzt auch nicht der Überflieger. Die sind halt auf dem Weg zu so einem Mädchen. Ich glaube, die sollen auf eigentlich so ein Mädchencamp oder irgendwie sowas in den Ferien hin. Irgendwie so war das. Und naja, da sind sie halt in so einem kleinen Privatflieger und der stürzt dann halt ab. Ja, und dann sind sie da auf der Insel und müssen irgendwie überleben. Auch alles ganz, ganz unterschiedliche Mädels. Alle haben was anderes durchgemacht. Und es wird halt immer in jeder Folge von einem anderen Mädel so eine Rückblende gezeigt, wie sie halt vorher war und was so alles passiert ist und so halt, ne? Genau. Also, es ist schon interessant. Ich möchte auch, glaube ich, die zweite Staffel gucken, weil es mich schon interessiert, wie es weitergeht. Aber es ist jetzt nicht die Hammer-Serie. Das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ihr fandet das interessant und habt euch ein paar Inspirationen geholt. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eine von diesen Serien oder mehrere geschaut habt und wie ihr sie fandet. Und ansonsten würde ich mich natürlich wieder sehr über ein Abo freuen. Schaut auf meinem Instagram-Account foodsgalady vorbei und auch auf meinem Twitch-Account scaletti_gaming. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Eure Scaletti!